Ich glaube, dass es schon immer ein Hobbit-Volk gab. Das bezeugen ja zum Beispiel auch diese Funde auf Floris, auf dieser Insel. Da wurden ja halt auch Skelette und alles Mögliche gesichtet und gefunden von halt sehr kleinwüchsigen Wesen, die von nicht nur von der Größe her, sondern auch von der Harmonie der Statur her dem Hobbit-Volk entsprechen. Und da diese Floris-Hobbits, wie man sie immer so schön nennt, die haben ja auch ziemlich, ich sage mal, ruhig und bescheiden und unerkannt vom Rest der Welt gelebt. Die waren also so ein bisschen wie die Hobbits bei Tolkien. Die lebten so vor sich hin und der Rest der Welt wusste eigentlich gar nicht, dass es sie gab. Also das schon mal zum Thema Vergangenheit. Da denke ich schon, dass es diese Hobbits gab. Und ich glaube auch, dass es sie noch immer gibt. Es gibt in der Welt draußen ja verschiedene Typen von Menschen. Also wenn man jetzt sieht irgendeinen Rocker-Typ, sagt man klar, das ist ein Zwerg, der sieht so aus. Muss einer sein, der benimmt sich so. Und genauso ist es bei den Hobbits. Ich selbst habe einige Bekanntschaften auch über Internet und Ringcon und so weiter, die praktisch auch dieses Hobbit-Sein ausleben in ihrer Freizeit und am liebsten im Auenland leben würden und praktisch die Mentalität dieses Volkes auch ausleben und sich da völlig drin wohlfühlen und sich selbst drin erkennen und wiederfinden. Allein deswegen würde ich schon sagen, ja, es gibt dieses Volk, auch wenn es nicht immer gleich offensichtlich ist, also praktisch hinter der Alltagsfassade des Menschen. Ja. In seiner Geschichte um Mittelerde wird ja erzählt, dass das Volk der Hobbits ursprünglich eher aus den östlichen Regionen kam und dann über das Nebelgebirge praktisch ins Auenland gezogen sind. Also als kleine Völkerwanderung sozusagen. Aber der eigentliche Ursprung, den hat er nie wirklich offengelegt, weil bei den Elben ist praktisch genau beschrieben, wie sie geschaffen wurden, bei den Zwergen auch und den Menschen. Und die Hobbits waren dann einfach da. Und Tolkien selbst sagte halt, er vermutet, sie seien mit den Menschen verwandt, weil sie mit den Menschen mehr Ähnlichkeiten haben als mit allen anderen Völkern in Mittelerde. Also ob er Hobbits getroffen hat, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass in seiner ländlichen Heimat in England, in diesen Grafschaften dort, schon diese Mentalität, die er beschreibt, dass die da war. Da ist eben ein gutes Essen zur rechten pünktlichen Zeit, der Tee auch immer pünktlich und diese Gemütlichkeit und, ich sag mal, sich selbst groß genug sein. Das findet man da wieder und ich denke mal, das hat Tolkien auch selbst erlebt. Wahrscheinlich war er selbst auch eher so der Hobbit-Typ, denke ich mal. Dem stimme ich sogar noch zu. Auch ich bin davon, ja doch, das muss jetzt sein. Ich bin auch überzeugt, dass Tolkien selbst, dass er ein Hobbit war. Er war garantiert ein Hobbit und da stand er auch zu und das hat er auch selbst zugegeben, dass er ein Hobbit ist und das nimmt man ihm auch ab, weil er einfach ein Hobbit war. Ja.